Männer, ich habe den Club der Denker einberufen, weil ich eingeladen wurde. Zur Vermählung der blonden Ärztin. Keiner von euch braucht sich zu grämen, weil er nicht eingeladen wurde. Das heißt nicht, dass ihr euch nicht mag. Es bedeutet nur, dass ihr nicht zu ihren 385 Lieblingsfreunden zählt. Ich habe sowieso keine Zeit für so. Wo muss man Abstriche machen? Also, was ich von euch haben will, sind Ideen für Geschenke. Schießt los. Check die Hochzeitsliste und kauf ihr schöne Bettwäsche. Oder ich check die Langweilerliste und schenk ihr langweilig langweilig. Was will er damit sagen? Ja. Oh, wissen Sie, was ich meiner Mom geschenkt habe, was ihr richtig gut gefallen hat? So ein komisches Verhütungsdings da, dass sie einem hier direkt unter die Haut implantieren. Okay, das ist hochgradig pervers, aber wenigstens was Ausgefallenes. Oh yeah. Was ist hier los, Jungs? Ich wurde gar nicht angepiept auf meinem speziellen Club der Denker-Pager. Das ist jetzt blöd, du, Ducky. Ich will eigentlich nur einen Dreimann-Club der Denker haben und momentan probiere ich Lloyd aus. Gib mir den Pager wieder. Danke, Kleiner. Kannst aber zum Picknick kommen. Hier, Lloyd, dein Pager. Deine Idee? Da ist so eine Wahnsinnsvilla auf meiner Tour mit allen möglichen Wertsachen, ohne Alarmsystem. Die rauben wir aus. Wieder her mit dem Teil. Das behalte ich noch ein Weilchen. Okay, ich weiß was, das können wir ihr nicht für immer schenken. Aber ich kann garantieren, dass es ihr gefallen wird, sobald sie es in der Hand hält. Nein. 2 Minuten für deinen Sexwitz. Ab auf die Strafbank. Wie wär's mit einer schönen Tour durch das romantische Südkalifornien? Tag, jetzt wird's aber so richtig peinlich. Ich verstehe nicht. Was habe ich getan? Du bist abgemeldet. Verzieh dich. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich möchte der blonden Ärztin nicht irgendwas schenken. Verstanden? Ich will, dass ihr Eheleben voller Freuden ist. Ich will ihr Glück bescheren. Aber das liegt doch nicht in unserer Macht, sondern in seiner. Wir haben nicht in der Hand, was für ein Ehemann aus ihm wird. Lloyd, gib die Brille her. Sagen Sie das genau so noch einmal. Wir haben nicht in der Hand, was für ein Ehemann aus ihm wird. Oder etwa doch. Okay, gut aussehender Typ. Sie heiraten bald die blonde Ärztin. Mein Geschenk für Sie ist, Ihnen beizubringen, wie man ein guter Ehemann ist. Na, ich glaube doch, das werde ich sein. Wirklich? Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn sie eines Morgens aufwacht und keine Vokale mehr sprechen kann? Das ist doch lächerlich. Das wollen Sie sagen, wenn sie mit ihren großen blauen Augen ansieht und jammert. Gib mir dein Becher. Hören Sie, wenn ich eins gelernt habe von meinen Eltern, dann das. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist, seine Emotionen immerzu für sich zu behalten. Bis sie schließlich explodieren und man sich handgreiflich Luft machen muss. Sie meinen dem anderen wehtun? Ich meine sich selbst wehtun. Meine Mutter hat sich selbst den Zeigefinger gebrochen, weil mein Vater zu spät zum Gottesdienst kam. Sie schottet den Wagen, er springt aus dem Fenster. Jungs, noch was? Was auch immer Sie tun, kriegen Sie bloß niemals eine Glatze. Lloyd, was ist mit dir? Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, wer Elliot ist. Ach, kommt schon, der Kerl ist doch scheiße! Ah, ich gehe nicht durchs Feuer, um meine Liebe zu Elliot zu beweisen. Das finde ich etwas verdächtig. Gut, dann können wir jetzt wohl zu einem kleinen Rollenspiel übergehen. Folgendes Szenario. Sie kommen zu spät von der Arbeit nach Hause. Die blonde Ärztin hat für Sie gekocht und ist sauer, weil Sie nicht angerufen haben. Begleitet werden Sie zu einem Überfluss von Lance, Ihrem schwulen Lieblings-Frisbee-Partner, gespielt von Todd. Da ziehe ich besser meine Hose aus. Hey, warte auf dein Stichwort. Und Ted, Sie spielen die blonde Ärztin. Rein in die Figur. Okay, ich verliebe mich in sie, lange blonde Haare. Ich rede furchtbar schnell. Biberkacke. Okay, ich bin soweit. Gut, okay, fertig und Action. Todd, hast du ein Stichwort gehört? Jetzt reicht's. Leute, die Einzige, der ich meine Liebe beweisen muss, ist Elliot. Und ich habe vor, das jeden Tag bis ans Ende meines Lebens zu tun. Das wäre alles. Sollen wir ihn uns schnappen? Nein, ihr habt ihn doch gehört. Er wird ein klasse Ehemann. Und wieso? Wir haben ihn dazu gemacht. Super Leistung, Club der Denker. Hand drauf. Du nicht, Lloyd. Du bist raus. Dachte ich mir schon. 1, 2, 3. Club der Denker!